In Köln wurde am Dienstag offiziell die Aktion Weihnachtsmann freie Zone eröffnet. Dafür hatte sich das Bonifatiuswerk einen ungewöhnlichen Ort ausgesucht. In der JVA Köln stellte das Hilfswerk für den Glauben das Motto Tatort Nikolaus vor. Die Botschaft dahinter: Gutes tun kann jeder. Tatort Nikolaus heißt, dass wir zum Nikolausfest, aber auch darüber hinaus, ermutigen wollen, an vielen Orten in Deutschland gute Taten zu tun, wie der heilige Nikolaus, aber auch die Haltungen wie Menschenliebe, wie Menschenwürde, wie Bedürftigen zu sehen, dass es eine Haltung fürs ganze Jahr sein kann. Und das hoffen wir, dass es an vielen Orten in Deutschland auch passiert. Jeder kann Nikolaus sein und Gutes tun. Das ist die Botschaft des Bonifatiuswerkes. Auch im Gefängnis. Bei der Eröffnung der Aktion erzählten Insassen, wie sie sich für andere engagieren. Hier muss man für alles einen Antrag stellen. Das ist hier drin nicht anders als draußen auch. Alles muss beantragt werden. Und wenn jemand der deutschen Sprache nicht mächtig ist, ist es natürlich schwer. Und dann setze ich mich gerne hin und helfe denen, Anträge zu schreiben oder Briefe zu schreiben, damit eben auch die gehört werden können oder deren Anliegen bearbeitet werden können. Das Bonifatiuswerk verkauft auch Schoko-Nikoläuse aus fairem Handel. 30 Cent pro Nikolaus gehen in soziale Projekte.